Hallo, ich bin der PG2000 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, heute geht es um die Silent Hills Map. Jeder oder nicht jeder, manche von euch kennen dieses Spiel. Wer es nicht kennt, sollte sich erst auf YouTube die Let's Plays dazu angucken. Ja, denn diese Map ist eigentlich nur für die, die dieses Spiel auch kennen, so wie ich. Ja, und ich werde diese Map heute spielen und mal gucken, was sie uns denn zeigen wird. So, Tür geht auf, beide gehen auf. Ich gehe direkt rein. Das Haus ist schon mal sehr realistisch mit den ganzen Bildern und so. Man kommt jetzt hier lang. Hier wäre dann eigentlich, glaube ich, nee, hier ist, glaube ich, nur so eine Ecke. Und da ist, glaube ich, dann das Telefon und so. Kann man jetzt leider nicht drücken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Naja, wir gehen trotzdem weiter. Hier will ich die Tür eigentlich gar nicht aufmachen. Du Scheiße. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr realistisch. Ich gehe mal weiter. So, let's pretend you didn't open this door. Ditto, okay. So, es geht eine Etage hoch. Okay. Aber man wird dann teleportiert. Okay, dann würde ich mal sagen, hier ist jetzt immer noch nichts. Also ich mach mal gucken, ob die Map überhaupt realistisch ist. Und was da unten eigentlich ist. So, Bild. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass ich... Achso, ich habe jetzt gerade mal eben... Das wurde auf jeden Fall auf einer Flachland-Map gebaut. Ich sehe es schon. Das ist nämlich hier irgendwie mit den Fledermäusen. Ist das jetzt eigentlich immer das Gleiche? Mit dem Teleport? Oder ist das auch mal was anderes? Weil eigentlich kenne ich das auch so, dass dann mal irgendwann die Map grün wird, aber irgendwie ist es immer das gleiche hier. Ja, es ist eigentlich immer das gleiche. Okay. Ich mach das mal ganz kurz wieder dahin, sonst wird das nämlich hier. Huch, hat angefangen zu regnen. So schnell wieder die Sachen dahin. Ich glaube, das ist nicht. Ist das immer das gleiche? Guck mir mal ganz kurz die Teleports an. 13.11.4. Ja, das ist immer das gleiche leider. Ja, diese Map verbirgt leider nicht so das, was Silent Hills eigentlich macht. Also ich hätte mir das eher anders gewünscht hier. Und hier ist eigentlich auch nur die Blutspuren, sodass vielleicht da ständig ist dann die Badewanne. Aber das ist jetzt eigentlich nur so für dekorative Zwecke geeignet eigentlich, weil hier ist immer das gleiche. Ja, ich glaube, ja, hier ist immer das Gleiche. Das mit dem Regen stört mal gerade ein bisschen im Hintergrund, aber mir ist das eigentlich egal. Und wenn ich jetzt zurückgehe und da jetzt hingehe, was passiert dann? Huch. Ach nee, jetzt sind wir wieder am Anfang, ja. Ich merke, das ist immer das Gleiche und hier ist irgendwas hinter wahrscheinlich. Naja. Nee, ich merke schon, es ist immer das Gleiche. Huch. Also ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht mit der Map. Ich hätte mir das schon was anderes vorgestellt. Auf jeden Fall, naja. Huch. Okay. Also mit dem Bild finde ich auch ein bisschen scheiße irgendwie. Dass man da direkt vom Bild spawnt. Aber ich kann jetzt ja eigentlich so oft wie ich will hinterherlaufen. Es passiert hier einfach nichts. Naja. Für Silent Hills Freunde, ihr könnt dann vielleicht noch irgendwelche Sachen hier reinbauen. Ich mach mal wieder das Licht an, gehe dann wieder zum Standpunkt. Und ja, meine Bewertung für diese Map, das war's auch schon, muss ich sagen. Ich hatte mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ja, meine Bewertung zu dieser Map ist auf jeden Fall für die, also wie der das hier gemacht hat, ist wirklich sehr realistisch. Das sind wirklich 4 Sterne für die 4 von 5 Sternen für die, wie der das hier alles gestaltet hat. Aber ehrlich gesagt nur ein Stern für irgendwelche Animationen, weil hier ist gar nichts. Also das ist noch nicht, also er hätte das vielleicht so machen sollen, dass man wirklich immer eine Etage tiefer hingeht. Dass er dann so ein ganz hohes Gebäude baut und man spawnt dann ganz oben und geht dann immer weiter runter oder so. Oder wird dann nicht immer gleich hin teleportiert. Das ist zwar Silent Hills, aber da wird vielleicht ein Licht oder so aus sein. Also ich habe mir das schon so gewünscht, dass man vielleicht dann in eine dunklere Etage kommt, dann ist das Licht wieder aus und dann geht man hier wieder hin, dann ist das Licht wieder an. Also das hätte ich mir schon so gewünscht, weil man sieht, ne, das bringt nichts.
Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, genau. Bedanke ich mich fürs Zuhören. Sage dann mal Tschüss, weil ich glaube, das war's auch schon. Hier ist nichts wirklich. Hier ist das Bad, aber dann sonst auch nichts. Auch keine Stimmen oder so. Ja gut, das ist ein bisschen schwer. Aber okay. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken. Ich hoffe, ich habe die Silent Hills Freude nicht allzu enttäuscht. Ich hätte mal ein bisschen mehr erwartet. Ja, Download über Mediafire wie immer. Und ich wünsche euch doch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video geguckt habt. Tschüss und bis zum nächsten Video.